Andre Agassi kriegt es knüppeldick. Der weltlangen Ranglisten-Erste verlor gestern in 3 Sätzen gegen Tommy Haas. Und dann hat er auch noch Steffi am Hals. Was niemand weiß, Agassi hat einen Zwillingsbruder. Der lebt in Deutschland und ist so gut wie unbekannt. Roberto Agassi. Er gab heute Nachmittag unserem Chefredakteur Volker G. Schmitz ein Exklusivinterview. Ich befinde mich hier am Stadtrand von Holzminden, wo Andre Agassis Bruder Roberto seit Jahren völlig zurückgezogen lebt. Roberto, wie lebt es sich im Schatten eines so berühmten Bruders? Unglaublich prächtig. Ich hoffe, ich wirke nicht zu verschwenderisch. Könnten Sie sich Ihren Lebensstil ohne die Zuwendungen Ihres Bruders Andre vorstellen? Nein, auf solche Köstlichkeiten müsste ich dann wahrscheinlich verzichten. Das klingt mir jetzt eine Terz zu undankbar. Er hat Ihnen neulich schließlich erst ein neues Eigenheim gekauft. Oh ja, da wollte ich mich sowieso noch mal für bedanken. Ich würde Sie gern reinbitten, aber wir haben gerade die Handwerker da wegen der Sauna und so. Naja, jetzt mal Hand aufs Herz. Möchten Sie nicht wenigstens ab und zu mal mit Ihrem Bruder tauschen? Sich um nichts Sorgen machen, mit schönen Frauen durch die Welt reisen, Steffi Graf selbstverständlich ausgenommen. Ach, das Geld mit vollen Händen zum Fenster rausfeuern, Orgien feiern, mit schnellen Autos fahren, Drogen nehmen, Jet-Set-Partys, High Society bis zum Abwinken. Sei es drum, zurück ins Studio.